Die Wissenschaft sagt uns immer wieder, wir essen zu viel Fleisch. Deshalb mache ich heute für Sie einen vegetarischen Ravioli-Salat. Und wer dennoch etwas Fleisch da drin haben möchte, kann noch mit Salami oder etwas Schinken aufpeppen. Dazu brauchen wir 750 Gramm Ravioli mit Pilzfüllung, 8 Esslöffel Weißweinessig, je 4 Esslöffel schwarze und grüne Oliven, 1 Esslöffel getrockneter Thymian, Salz, Pfeffer, Öl, 100 Gramm Sonnenblumenkerne, 3 rote Zwiebeln, 2 Pakete getrocknete Tomaten in Öl, 100 Gramm Parmesankäse und einen guten Schuss Olivenöl. Und schon geht es los. Zuerst sind die Ravioli dran. Die Zubereitung ist nicht besonders kompliziert. Einfach nach Packungsanleitung in reichlich Salzwasser bis fest kochen. Es müssen nicht unbedingt frische Nudeln sein. Es können die auch vom Vortag sein. Die Sonnenblumenkerne werden ganz ohne Öl, Butter oder Margarine angeröstet. Durch das Rösten bekommen sie eine schöne hellbraune Farbe. Die Ravioli sind jetzt auch schon bereit und können abgegossen werden. Die Nudeln müssen jetzt gut ausdünsten, damit sie nachher die Salatsoße gut aufnehmen können. Auch die Sonnenblumenkerne haben jetzt genug Zeit in der Pfanne verbracht und sind fertig. Die gehackten roten Zwiebeln kommen zuerst in die Pfanne. Hier werden sie in Öl angeschwitzt. Die Zwiebeln schwitze ich deshalb an, da sie nachher im Salat verträglicher werden. Getrocknete Tomaten, Oliven und Thymian folgen und werden dann mit dem Essig abgelöscht. Genau so wie es sein soll. Etwas säuerlich, etwas süß. Und wer will, kann noch etwas nachwürzen. Noch etwas Salz und schon kommt der komplette Inhalt der Pfanne zu den Ravioli hinzu. Sollte die Soße zu sauer sein, einfach mit etwas Wasser verlängern. Jetzt alles ordentlich vermischen und der herzhafte Salat ist schon fast fertig. Nur die gerösteten Sonnenblumenkerne fehlen noch. Sie kommen zusammen mit dem zerbröselten Parmesankäse und noch etwas Thymian in die Schale. Noch ein kleiner Schuss Olivenöl und schon kann serviert werden. Für den Geschmack kommt zum grünen Abschluss noch etwas Parmesan obendrauf. Schmeckt nicht nur, sondern sieht auch noch schön aus. Und das ist ja nun unser leckerer Ravioli-Salat. Der kostet in etwa für 8 Personen 10 Euro. Und nun ran an die Töpfe und abgeschmeckt.